Bedienung ist gerade abgehauen. Ja, mir tut alles weh. Alle Knochen. Und das, was nicht tut weh, ist eisekalt. Und irgendwann geht hier auch die Sonne unter, gell? Meine Mutter würde jetzt sagen, steh vom kalten Boden auf, du kriegst noch eine Blasenentzündung. Holen wir uns Fitzen und dann fitzen wir mal hier. Ja, Fitzen los. Pfannkuchenbacker. Hier wird so Industriemöbel, ne? Spinnen. Gott, ey. Mach's wieder zu. Zeig mal, ist schön. Schon Dute. Dausche heißt das. Dausche. Ja, das sieht ganz gut aus. Da steht das Auto. Mhm. Wo ist das Meer? Dahinter? Man sieht's nicht. Ja, es ist dunkel. Ich find's gut. Das Waschbecken, ne? Das ist. Ja, gut, aber es soll. Ja, ich glaube, das soll so sein. Mhm. Hallo zu einem neuen Vlog. Meine lieben Zuschauer. Ne, wie sag ich immer? Habe ich so lange kein Video gemacht, das weiß ich nicht mehr. Meine lieben Zuschauer. Willkommen zu einem neuen Vlog. Hallo, liebe Zuschauer. Willkommen zu einem neuen Vlog. Hier aus Zandvoort. In Holland, direkt am Meer, nur 40 Minuten von Amsterdam entfernt. Und das ist der Grund, warum wir hier in Zandvoort sind, weil wir einmal nach Amsterdam möchten. Und wir sind heute angekommen am 1. Advent. Und jetzt sind wir hier in einem Restaurant und essen Pizza. Die Bedienung ist gerade abgehauen. Die Bedienung ist gerade abgehauen. Wir haben Mordshunger. Ich wusste nicht, dass du mit mir reden möchtest, Schatz. Ach so, ich wollte dir das nur vorsagen, was du sagst. Wir haben Mordshunger und die Bedienung ist abgehauen. Dennis hat einen riesen Hunger. Der ist nämlich heute 5 Stunden gefahren und ich durfte nicht an Steuer. Ich habe nämlich gesagt, wir können mal tauschen, aber ich durfte nicht tauschen. Vielleicht ist das die Selbstbedienung. Die Bedienung ist gerade einfach raus. Sie haben die Karte gegeben und dann ist sie raus. Wie sagt Loriot? Entschuldigung, dürfen wir Ihnen vielleicht etwas bringen? Ja. Ja, da kommt sie wieder. Glücklich? Fertig mit Essen? Oh ja. Dennis hat übrigens ein bisschen Halsschmerzen. Nee, jetzt nicht mehr. Nicht mehr? Mhm. Hast Tabletten geholt ohne Ende, gell? Ich sehe aus, als hätte ich Halsschmerzen mit dem Schal, aber es ist einfach ein bisschen kühl. Wir gehen jetzt zurück aufs Zimmer, wenn wir bezahlt haben, wobei die Bedienung schon wieder verschwunden ist. So, ihr Lieben, jetzt sind wir auf dem Weg zurück ins Hotelzimmer. Das ist da oben mit Meerblick. Dennis da unten hat sich noch einen kleinen Kids Cup in einem Langneseladen geholt mit Smarties drauf. Guck mal, hier sind wir eben schon vorbeigerannt. Circus. Ich glaube, das ist ein wie heißt das? Casino. Genau, ein Casino. Wobei es da vorne auch noch eins gab, gell? Da funkelt es und glitzert. Und da sind immer so Info-Dinge auf dem Boden. Da interessiert sich ja der Mensch. Fame. Ja. Aber ein Bürgermeister. Der jetzige? Nee. Bis 1960. Ah, okay. Ah, hier, geil. Tea, Chocolate and More. Da möchte ich auch morgen mal rein. Oder halt, wenn wir hier sind. Sieht nämlich auch sehr schön aus. Das habe ich doch eben schon gesehen. Hab ich ja schon gesagt. Da muss ich rein. Außerdem wollen wir mal hier hingehen nach Zandvoort in das, auf die Rennstrecke gucken. Und
einen Tag in Amsterdam verbringen. Und am Meer, gell? Am Meer auch. Und wir wollen Pannkuchen essen. Pfannkuchen. Beim, wie heißt der Typ, Schatzi? Pannkuchenbacker. Guten Morgen. Ich war schon laufen heute Morgen, war duschen und wenn Dennis aus der Dusche kommt, dann kann ich mich noch schnell schminken. Aber in der Zeit dachte ich, ich zeige euch nochmal das Zimmer hier im Hellen. Hier ist schon mein Kletteisen, habe ich schon angeschlossen. Ich habe meine Klamotten alle in den Schrank reingeräumt. Hier liegt schon alles rum. Dennis ist ja leicht angeschlagen. Darum hat er hier seine Medikamente alle liegen. Hier ein Flugzeug da oben. Seht ihr da? Das ist ein Hubschrauber. Und da ist die Straße, die ein bisschen laut ist. Weil da so Kopfsteinpflaster ist. Das ist der Balkon. Hier drüber sind auch direkt noch Balkone. Und hier drüber auch. Jetzt wird es kalt an den Füßen ohne Schuhe. Jetzt mache ich hier das Bett. Dann schminke ich mich. Und dann geht's ab zum Frühstück. Und dann nehme ich euch wieder mit. Bis gleich. Da bin ich wieder. Willst du mal filmen für mich? Erzähl mal was. Ich habe schon ein Brot gegessen. Nee, ein Brötchen schon. Zwei Brötchen habe ich schon verdrückt. Und jetzt kommt das Beste. Und zwar eine Stulle mit Butter. Und typisch holländisch mit Schokostreuseln. Kannst du mal hier drauf? Typisch holländisch, was? Das sieht mastisch aus. Guten Hunger, Schatz. Dennis hat das jetzt gesehen, hat sich bei mir auch abgeguckt und hat es jetzt auch gemacht mit den Streuseln. Das ist das Buffet. Haben wir uns überlegt, wir müssen noch ein Parkticket holen, weil das Auto steht da unten auf einem Parkplatz. Ab 10 Uhr muss man da bezahlen. Und dann holen wir uns Fitzen. Ich putze schon wieder die Nase. Holen wir uns Fitzen und dann fitzen wir mal hier. Wir machen jetzt Fitzen und Fitzen los. Das ist von ja. Licht. Shop A. Only this. Yeah. Yay, wir haben Fahrräder. 10 Euro pro Tag und 50 Euro Kaution pro Fahrrad. Genau, aber 10 Euro ist günstig, das ist gut. Und wir können das fahren bis 21 Uhr heute Abend. Ich hab welche. 9 Uhr. Ja. Und jetzt fitzen wir los. Ich glaube, es sind jetzt 2 Grad mittlerweile, gell? Ja. Das Auto ist total eingefroren. Ja. So, jetzt gehen wir mal da hoch und schauen, ob wir von da oben besser einen Überblick haben. Schlumpi bleibt hier unten. Pass auf die Fahrräder auf. Ja. Schatzi, hast du auf jeden Fall eine gute Aussicht. Ja. Ja. Hier ist doch mal geil, ein Formel 1 Rennen zu schauen. Oh je. Schaut euch das mal an. Ist das eine schöne Rennstrecke? Schade, dass hier keine Formel 1 Rennen mehr ausgetragen werden. Oh Mann, ist das eine schöne Strecke. Also wirklich.
alles raus. Wir haben eine Decke mitgebracht in den Urlaub. Was hast du vergessen? Tee wolltest du mitnehmen, gell? Ich wollte eigentlich einen Wasserkocher. Boah, mir schwindelig. Ja? Meine Mutter würde jetzt sagen, steh vom kalten Boden auf, du kriegst noch eine Blasenentzündung. Ist ja nicht so kalt. Nee, gell? Jetzt haben wir die Fahrräder hinten abgestellt und legen hier einfach am Strand. Das Meer. Wo sind wir hier? Wir sind am Vogelmaar-Meer, heißt das Ganze. Und das ist auch ein Teil des Nationalparks. Und man darf hier nicht auf die Fläche drauf. Wir glauben, oh, da fliegen sie, gell? Seht ihr das? Wir glauben, dass es hier so ein Nistplatz ist für Vögel. Beziehungsweise so ein See, gell? Ja. Ist halt ein Naturschutzgebiet, das Ganze hier. Ja. So, nach dem Vogelmeer haben wir uns mal langsam wieder auf den Rückweg gemacht. Weil der nächste Ort ab dann wäre, glaube ich, 8 Kilometer zu fahren gewesen. Das war uns jetzt doch ein bisschen zu viel. Weil wir nämlich auch schon, glaube ich, 8 Kilometer von Sanford jetzt weg sind. Dennis guckt hier mal gerade auf der Karte, was es hier noch alles gibt. Und gucken jetzt mal, wie wir wieder hier heimkommen. Wahrscheinlich auch durch den Nationalpark hier. Ich muss mal gucken, wie das alles richtig heißt. Ich erzähle immer, aber auf jeden Fall, wenn ich daheim bin und das Video hier bearbeitet, dann werde ich euch mal das reinschneiden und einblenden, wo wir überall genau waren, also wie es hieß und so. Das kann man ja auf der Karte besser nachvollziehen. Wir haben nämlich hier kein Internet und darum können wir das nicht gucken, weil wir nicht einsehen, mit Internet durch die Gegend hier zu reisen. Eigentlich ist es ja auch mal ganz schön, mal abgeschnitten zu sein hier von der Welt. Und wir können Videos machen und Fotos mit dem Handy, aber wir können niemandem schreiben und können nichts empfangen. So sollte für uns im Urlaub auch sein. Nichts von außerhalb zu erhalten. Beziehungsweise wir können es lesen, sobald wir im Hotel sind, haben wir WLAN, aber hier so außerhalb halt nicht. Und das ist auch mal gut so. Wo sind wir jetzt? Wir sind in Overveen. Wir suchen Kaffee. Und hier gibt es keinen Kaffee, wo man drin sitzen kann. Wir stehen hier vor dem Supermarkt. Hier gibt es ja auch Sachen und hier gibt es einen Kaffee, aber Bäckereien gibt es und man kann nirgendwo drin sitzen. Und ich würde gerne Kaffee trinken und ein Stück Kuchen essen. Und der nächste Ort wäre noch ein Stück zu fahren, das wäre nämlich Plom irgendwas. Ja. Ach ja, was ich noch gar nicht gesagt habe. Ah, da hinten ist ja noch so ein. Wir wollten ja auch eigentlich zurück nach Hause fahren, gell? Nur ja. Wir haben dann überlegt, haben dann gesehen an der Straße, dass hier der Ort mit 2-3 Kilometer weit zu fahren Obwohl wäre. Obwohl das auch nicht gestimmt hat, gell? Nee, so richtig gestimmt hat es nicht. Es waren schon gefühlte 5-6 Kilometer. Ja. Jo, wenn wir jetzt noch weiter fahren an einen anderen Ort, wo es bestimmt auch ein Café geben würde. Ist hier ein Lärm, ey. Meine Knie tun schon weh ein bisschen, ne? Vom Fahrrad. Weil wir müssen halt auch alles immer wieder zurückfahren. Und? Es ist auch schon 2:30 und irgendwann geht hier auch die Sonne unter, gell? Ja, auch okay. In Holland. Also, auch in Holland geht irgendwann die Sonne unter. Also werden wir jetzt wirklich jetzt wieder zurückfahren Richtung Hotel und Sanford, gell? Ja. Machen wir jetzt. Genau. Ich würde auch gerne da hochfahren, Schatz. Aber man muss halt bedenken, dass man das noch alles zurückfahren muss. Mhm. Und da wir jetzt schon bestimmt 6, 7, 8 Kilometer gefahren sind. Ja. Plus nochmal 3 bestimmt. Und zurück bis nach Sanford, gell? Das ist dann und 4:30, 5 wird es dunkel. Mhm. Und das dann nochmal im Dunkeln zu fahren, habe ich auch keine Lust mehr. Kommen wir dem Strand immer näher. Ja. Und Sanford auch. Gott sei Dank, gell? Und auch im Hotel auch. Jetzt geht's. Ist nicht mehr so weit. Weil wir morgen unseren großen Tag haben. Dann fahren wir nämlich nach Amsterdam. Leute, wir sind wieder auf dem Zimmer. Wir können nicht mehr. Mir tut alles weh. Alle Knochen.
Und das, was nicht tut, weh, ist eisekalt. Die Füße sind kalt. Oh, ist schon ganz schwindelig. Die Beine sind knatscherrot und kalt. Mein Essen ist kalt. Puh. Ja, wir haben die Fahrräder noch unten stehen gelassen vor der Tür, bevor wir die wegbringen. Wir konnten nicht mehr. Ich wollte einfach nur noch ins Hotel, ja. Jetzt ruhen wir mal ein bisschen aus. Wichtigste sind Süßigkeiten. Versteht doch keiner, die sprechen nur Holländisch hier. Ein kleiner Food Hall. Um circa kurz vor 10 sollten wir in Amsterdam dann sein. Hört man mich hier auf meiner Kamera? Ja, jetzt hören ich auf jeden Fall alle. Jetzt hören mich alle. Da waren wir aber auch schon in Berlin gewesen und darum gehen wir da auch weiter. So, und jetzt gehen wir noch in ein kleines Museum hier über so manche Dinge, die man hier in Amsterdam so macht. Hier gibt es Luftballons. Das ist was. Ja.